Aloha! Ja, der Frühling kommt. ich merke es schon und sehe es schon. Und deswegen habe ich jetzt hier auch ein Frühlingslied für euch. Und zwar, es tönen die Lieder. Ich habe es schon mal in meinem 100-Kinderlieder-Projekt gesungen. Und zwar mit den Akkorden C und G7. Aber wir sind ja hier bei den 0, 1, 2, 3 Basics. Und das heißt, wir können super gut auch mit den Einfingerzwillingen spielen. So, wenn du jetzt die Einfingerzwillinge ja schon kennst, denkst du dir, jetzt lerne ich hier gar nichts Neues mehr. Aber das Lied ist im Dreivierteltakt. Und hier können wir super gut einen schönen Strum dazu tun. Also wenn du die Einfingerzwillinge schon kennst, der im Dreivierteltakt ist. Und das Tolle ist, das Lied ist ein Kanon. Also im Play-Along spiele ich auch mit mir zusammen im Kanon. Ihr könnt auch die dritte Stimme noch dazu singen und spielen. Das würde mich total freuen. Also jetzt erstmal zu den Einfingerzwillingen für dich, wenn du sie noch nicht kennst. Ihr habt einen Finger, den braucht ihr für den Akkord. Und zwar für dieses F add 9. Das ist ein F-mäßiger Akkord. Der klingt so. Da tut ihr den ersten Finger auf die zweite Seite, das ist die E-Seite, im ersten Bund. Und zwar so hinter das Bundstäbchen. Nicht zu feste drücken. Einfach so, dass der Akkord schön klingt. Das ist der eine Zwilling. Der andere Zwilling sieht ganz ähnlich aus, klingt aber anders. Und ist auf der A-Seite. Und klingt so, das ist das C7. Und damit du jetzt nicht unbedingt irgendwelche Chordsheets lesen musst, bewege ich meine Ukulele immer nach oben, wenn es das F add 9 geht, und nach unten, wenn es das C7 geht. Du hältst die Ukulele, wie du sie halten möchtest, wie sie für dich am entspanntesten in deinem Arm ist, dass du nicht irgendwie Angst haben musst, dass sie runterfällt. Okay? Also, das ist das F add 9. Wir üben das jetzt mal. Du spielst mit mir zusammen. Für das F add 9 muss hier so ein bisschen so eine Brücke sein, so ein Loch, dass nicht die A-Seite, dass sie schön klingen kann. 3, 4. Und jetzt machen wir runter zum C7. Du hältst die Ukulele ganz gerade. Und jetzt wieder hoch zum F. Super. Aber weil wir im Dreivierteltakt jetzt gleich sind, machen wir jetzt nur drei Schläge. Okay? Dafür ist es so ein Sechs-Achtel-Takt. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3 und wieder zum F. 9, 1, 2, super. Wieder runter. Sehr gut. Du streichst einfach mit deinem Daumen über die Saiten. Lass jede Seite klingen. Jede Seite muss irgendwie erklingen. Nicht in der Mitte aufhören, sondern richtig schön durchstrummen. Sehr gut. Und jetzt machen wir mal 1, 2 und wieder 1, 2 und wieder 1, 2 und wieder 1, 2. Jetzt machen wir nur 1. 1, 2, 1, 2. Super. Jetzt kannst du schon den Akkord wechseln. Super. Und für unser Lied brauchen wir immer diesen Akkordwechsel. Wir haben zuerst das F, den F-Akkord. Akkord ist immer, dass alle Töne gleichzeitig klingen. Es ist nicht eine Note. Das ist das F als Note. Ne? Da ist nur ein Ton. Ein Akkord sind dann alle Töne zusammen. Also müssen wir. Das ist das erste. Dann haben wir runter zum C7. Dann haben wir nochmal C7. Und dann haben wir wieder hoch zum F add 9. Okay? Also fangen mit F an. 1. 2, 3, 1, 2, 3. Na, 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 na
kannst das Stück schon spielen. Das ist jetzt die einfache Version. Für den neuen Strum machen wir mal hier keinen Griff, also leere Saiten, und nehmen den Zeigefinger, also wir haben jetzt immer mit dem Daumen runter gestrummt. Wir nehmen jetzt mal den Zeigefinger und strummen mit dem Zeigefinger so runter, dass sich die Hand ein bisschen dreht und der Finger auch ein bisschen so schnappt. Probiert es mal aus. Und jetzt machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt machen wir mal, jetzt haben wir immer nach unten gestrummt, also beim Runtergehen die Saiten berührt, jetzt berühren wir auch mal beim Hochgehen die Saiten. Ja? Also, 1, 2, 3. Hört ihr den Unterschied zwischen dem Klang? Wenn dein Nagel die Saiten berührt, dann ist es ein bisschen schärfer. Wenn der weiche Teil von deinem Finger die Saiten wieder beim Hochgehen berührt, dann klingt es ein bisschen weicher. Jetzt machst du nicht bei jedem Hochgehen, berührst du nicht die Saiten, ja? Sondern nur bei 2 und 3. Ich zähle mal mit ganz langsam. 1, 2 und 3 und 1, also immer beim und. 2 und 3 und 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3. Deine Handbewegung bleibt immer gleich. Aber manchmal berührt dein Finger die Saiten und manchmal nicht. Nämlich immer bei dem und, bei 2 und 3 und. 1, 2 und 3. Verbinden wir das noch mit den Akkorden. Und zwar der Finger auf der zweiten Seite von unten, auf der E-Seite, ist das F, das F-mäßige. Also wir machen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, super. Und können wir es auch mit 10, 7? Probieren wir mal. Aber schneller. Also wir fangen an mit F. 1, 2, 3 und C7. Da sind wir zweimal und wieder F. Also der erste Takt sozusagen ist F und dann geht es im Wechsel zweimal C7, zweimal F. Fangen wir mal das Lied an. Ganz langsam. 1, 2, 3, 1. Es tut mir leid, der Frühling kehrt wieder. Ich spiele der Hirte auf seiner Scheibe. La 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 la
singen. Jetzt freue ich mich natürlich, wenn du mit mir im Kanon singst beim Play-Along und genieß den Frühling und bis hoffentlich bald. Tschüss!